Freunde am Kanal, heute habe ich euch drei Zaubertricks auf Lager und das ist Zaubertrick Nummer 1. Zaubertrick Nummer 1 habe ich mit einer 5-Cent-Münze und einer leeren Wasserflasche. Jetzt versuche ich mal die 5-Cent-Münze in die Flasche reinzukriegen. Ihr seht, da ist gar kein Loch drin. Das spreche ich euch auch. Jetzt versuche ich es mal reinzutun. 1, 2, reiten. Und? Oh Mann, ey. Seht ihr? Hier ist er. Hier ist die 50-Cent-Münze. Die 50-Cent-Münze. Oh, die kommt durcheinander. Hier ist sie. Oh. So. Und jetzt habe ich, also ich habe jetzt alles schnell vorbereitet. So, das ist Zaubertrick Nummer 3. Nummer 2. Die Tasse hier. Die hier. Die ist leer. Da seht ihr. So. Und jetzt diese in dieser Tasse ist Wasser drin. Hier, guckt. Und jetzt kippe ich dieses Wasser in die leere Tasse rein. So, jetzt muss ich das alles. Jetzt schnipsel ich dreimal in die Hand. Eins, zwei, also eins, zwei, drei. Und jetzt fasse ich mal an und knapp. Da ist nichts drin. So, und jetzt kommen wir zum dritten Zaubertrick. So, jetzt kommen wir zum dritten Zaubertrick. Den habe ich mit einer Glastasse und nochmal eine 5-Cent-Münze. Und dafür braucht ihr ein Blatt, also die Unterlage und noch eine Unterlage. Die andere Unterlage habe ich mit einem Buch, also mit dem kleinen Heft. Und jetzt lasse ich die das ist mein Zaubertuch. Jetzt tue also die 5-Cent-Münze tue ich hier hin. Jetzt mache ich so, tue es da rein und schnipsele. Eins, drei. Und jetzt zauber ich die 5-Cent-Münze weg. Eins, zwei, drei. Weg ist die 5-Cent-Münze. Und jetzt kommen wir zum nächsten Zaubertrick. Und jetzt kommt die Auflösung. Gleich. Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt zeige ich euch die Auflösung. Ich habe ein Glas Wasser genommen. Und in dieser Tasse habe ich ein Papier reingetan. So, ihr faltet dieses Papierstück ein. So. Und dann quetscht ihr es rein. Und dann müsst ihr mal so machen. Mal reindrücken. Und dann gießt ihr dieses Wasser in die Tasse. Jetzt müsst ihr ein bisschen schütteln. Schnipselt dreimal in die Hand. Eins, zwei, drei. Und dann. Sie ist alle. So. Jetzt kommen wir zum zweiten Zaubertrick. Zur zweiten Auflösung. In dieser Wasserflasche hatte ich zwei Münzen. Die eine Münze habe ich euch doch gezeigt. Und in der anderen hatte ich so ein Magnet. Der Magnet darf nicht größer als eure Hand sein, weil sonst funktioniert das gar nicht. Dann müsst ihr jetzt in den zwei Flaschen Tesafilm rauf tun und dann quetscht ihr es so auf die Hand und dann tut ihr die Münze hier rein. Macht das so. Und dann macht ihr so. Wartet. Seht ihr hier rein? Seht ihr hier?
da hängt sie. Und dann macht ihr 1, 2, 3, danach so. Danach zieht, macht ihr schnell so und schießt sie weg. Und dann packt ihr schnell die 5 Sandmünze weg. Sie wieder hergekommen. Das war mein Bruder. Und jetzt tue ich da wieder rein. Und jetzt kommen wir zum anderen, zur dritten Auflösung. Mit der dritten Auflösung habe ich ein Blatt genommen, eine gelbe Schere, Rechtshändlerschere und Tesafilm. Und dann habe ich, und auf der Tasse, also da klebt Papier mit, habe ich mit Tesafilm geklebt. Dann habe ich dieses Blatt hier genommen. Dann habe ich so hingelegt. Dann habe ich mit Kugelschreiber ein Kreis gemalt. Habe es aufgeschnitten. So. Und dann habe ich mit diesem Tesafilm habe ich dann abgeschnitten und hab's darauf und hab's dann geklebt. Und so. Nehmt ihr die 5-Cent-Münze, tut sie dahin und zeigt das nie, tut das hier rauf. Nehmt euer Zaubertuch. Nimmt es so, macht 1, 2, 3, dann guckt ihr schnell und tut es so rauf. Danach schnipselt ihr drei bei der Hand. Und ist sie schon weg. Damit es besser sieht. So. Und dann macht sie wieder hoch und da ist sie. Und ja, das war mein Video. Hoffentlich hat er euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und klingelt. Also macht mal und abonniert mich. So, tschüss.